Der nächste Tagesordnungspunkt jetzt beschäftigt sich mit der deutsch-französischen Partnerschaft. Dazu liegen 4 Anträge, alle aus den Oppositionsfraktionen vor. Gehen wir mal der Größe nach. Die AfD möchte insgesamt die Kompetenzen der EU verringern zugunsten der nationalen Souveränität. Die FDP dagegen möchte die deutsch-französische Partnerschaft stärken. Die Linke möchte vor allem einen ausgeglichenen Außenhandel in Deutschland. Die Grünen möchten eine deutsch-französische Reformpartnerschaft. Für die Fraktion von Bündnis 90, die Grünen, auch gleich die erste Rednerin in dieser Debatte. Das ist nämlich die europapolitische Sprecherin der Fraktion, Franziska Brandner. Also ein europapolitisches Thema jetzt hier im Anschluss an die Debatte zum Kosovo bzw. zur Verlängerung des Bundeswehrmandates. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir Grünen haben heute die Reform der Wirtschafts- und Währungsunion auf die Tagesordnung gesetzt. Eigentlich wäre es an der Regierung, hier im Parlament mal vorzuschlagen, was sie vorhat und uns nicht nur per Sonntagszeitung darüber zu informieren. Und es ist traurig, dass die Regierung jetzt auch nicht hier auf der europäischen Ebene, also Herr Roth, nicht mal da ist, um dieses Thema mit uns zu diskutieren. 250 Tage, liebe Kolleginnen und Kollegen, 250 Tage hat es gebraucht, bis Frau Merkel Herrn Macron eine Antwort gegeben hat. 250 Tage, und das in einer Situation, die für uns Europäer alles andere als beruhigend ist. Ein US-Botschafter, der offen angibt, Europa spalten zu wollen. Putin, der vorgibt, Europa einen zu wollen und das Gegenteil tut. China, das Europas Infrastruktur aufkauft, um daraus politisch Profit zu schlagen. In dieser Situation müsste doch eigentlich allen klar sein, wenn wir Europäerinnen und Europäer uns nicht selber helfen, hilft uns keiner. Und wir wissen alle, die Währungsunion ist nicht vollendet. Es braucht weitere Reformen und Solidarität zur Stabilisierung. Macron hat Vorschläge gemacht, Juncker ebenso. Doch Frau Merkel, wie immer, schweigen, blockieren. Der Druck im Kessel steigt und steigt, und im letzten Moment kommt was. Wie immer. Zu spät und dann auch nur ein halber Schritt. Es ist immer die gleiche brandgefährliche Merkel-Methode. Erinnern Sie sich, als sich die Eurokrise in Griechenland zuspitzte? Das war kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Was machte Merkel also? Zögern, zaudern, warten bis zur Wahl. Dadurch eskalierte die Situation auf den Finanzmärkten. Und eine rechtzeitige Antwort wäre so viel billiger gewesen. Ein weiteres Beispiel ist Italien. Erinnern Sie sich, 2011 durch Berlusconi in eine große Krise geraten. Er hatte sich eher um seine Liebschaften gekümmert als um sein Land. Ja, und dann kam Monti dran, der ging die Reformen an, Rente, Arbeitsmarkt, die Berufsstände, alles ging er an. Und gleichzeitig kam der Druck aus Europa zum Sparen. Er macht es. 30 Milliarden kürzt er. Das war ein tödlicher Mix für die Wirtschaft und für die Demokratie. Da hätte es klare Signale von Frau Merkel gebraucht, um die Menschen und nicht nur die Märkte zu beruhigen. Jetzt gilt es, aus den Fehlern der letzten Jahre zu lernen. Kein Zaudern, kein Zögern, stattdessen endlich handeln, und zwar im Sinne Gesamteuropas. Und mit Blick auf die Wirtschafts- und Währungsunion gibt es 4 Aufgaben. Erstens, Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit stärken durch kluge Reformen und gezielte Investitionen. Zweitens, Stabilisierung und Ausgleich makroökonomischer Unterschiede. Die gibt es. Und die Idee Macrons, gemeinsame Aufgaben gemeinsam zu finanzieren, das ist doch absolut richtig. Lassen wir es doch endlich angehen und gemeinsam stemmen. Drittens, Rettungen in Notsituationen dürfen den Steuerzahler nicht mehr teuer werden. Und das geht mit der Vollendung der Bankenunion. Klar ist hier aber auch, wer sein Haus selber anzündet, der darf dann auch nicht auf die Versicherung hoffen. Viertens, wir brauchen eine starke soziale Säule mit europäischen sozialen Mindeststandards. Denn auch eine Sozialpolitik ist eine Stabilisierung der Eurozone. Und was sind Merkels Antworten?
Wie immer nicht nur zu spät, sondern auch zu wenig. Und dann sind es noch Vorschläge, die zu weniger statt mehr demokratischer Legitimation führen. So will sie den Europäischen Währungsfonds zwischenstaatlich, rein zwischenstaatlich, ohne parlamentarische Kontrolle. Das ist doch Öl ins Feuer der Populisten, in der Eurozone auf weniger Öffentlichkeit und Transparenz zu setzen, statt auf mehr. Und wir wissen auch, dass sie viele Aufgaben wieder mal angesprochen hat, was sie alles in Europa machen will. Das Problem ist nur, sie gibt kein Geld dafür. Es sind alles nette Worte, aber kein Geld dafür. Es ist auch nicht überraschend. Wir haben ja schließlich wieder eine Landtagswahl vor uns in Bayern. Und ich kann nur hoffen, dass es nicht wieder so lange dauert, bis irgendwas kommt und dann wieder ein kleiner Trippelschritt. Ist eigentlich echt einfach zu gefährlich, gerade in diesem Europa, mit innenpolitischen Machtspielen, das alles aufs Spiel zu setzen. Geben Sie sich einen Ruck, handeln Sie endlich für unsere Zukunft. Ich danke Ihnen. Die Rede von Franziska Brandner, Bündnis 90, die Grünen. Nicht länger zögern und zaudern, hat sie gesagt. Sie fordert Antworten, gerade auch auf Macron. Das Problem endlich angehen und gemeinsam stemmen. Nach ihr jetzt Katja Leikert für die Unionsfraktion, deren stellvertretende Vorsitzende sie ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir verdanken der Europäischen Union Schutz und Wohlstand. Aber die Europäische Union ist keine Selbstverständlichkeit. Wir alle sind gefordert, diese große Gemeinschaftsidee ständig weiterzuentwickeln. Und da ist es gut, dass wir auf eine tiefe deutsch-französische Freundschaft setzen können. Wir sind froh und glücklich darüber, und das war auch das Thema, liebe Frau Brandner, dass wir Frankreich als Nachbarn haben. Wir wollen ein starkes Europa, und da gibt es kein Zögern und Zaudern, wie Sie es eben angedeutet haben. Denn nur wenn es der Europäischen Union gut geht, geht es Deutschland gut, und dann geht es auch Frankreich gut. Und wir erteilen jeglicher kleingeistiger, nationalistischer Spalterei eine klare Absage. Und es ist ja nicht erst seit gestern, dass sich die bipolare Welt in eine multipolare Welt gewandelt hat mit einem aufsteigenden Asien. Es ist auch nicht erst seit gestern, dass wir mit militärischen Konflikten konfrontiert sind in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Wir haben es mit massiven Migrationsbewegungen zu tun. Und natürlich treibt uns die Frage um, ob Europa auch noch in 10 Jahren ein starker, wettbewerbsfähiger Binnenmarkt ist. Worum muss es jetzt gehen bei uns? Und ich möchte es mal kurz skizzieren, wie breit die Agenda ist, die wir hier politisch ausarbeiten wollen. Erstens, es geht uns um eine starke gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Dazu gehört die verstärkte Rüstungskooperation, aber auch die strategische Zusammenarbeit, insbesondere natürlich mit unseren französischen Freunden. Deutsch-französische Ideen sind hier beispielsweise ein europäischer Sicherheitsrat sowie eine Interventionstruppe. Und bereits jetzt arbeiten wir eng zusammen mit den Franzosen beispielsweise in Mali oder auch im Irak. Zweitens brauchen wir eine kluge Ausrichtung der Wirtschaftspolitik. Und das beinhaltet mehr Investitionen in Zukunftstechnologien wie in den Bereich künstliche Intelligenz. Und es muss auch weiterhin unser klares Ziel sein, an dem 3-Prozent-Ziel des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung festzuhalten. Und drittens, das haben die letzten Jahre gezeigt, brauchen wir, und dafür brauchen wir Europa als Lösung, eine gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik. Dazu gehört ein einheitliches europäisches Asylrecht. Dazu gehört ein guter Schutz der Außengrenzen und auch ein Marshallplan beispielsweise mit Afrika, um hier auch die Zusammenarbeit zu intensivieren. Und diese Reformagenda, die ich eben skizziert habe, ist deshalb so wichtig für uns, weil wir ein wehrhaftes Europa brauchen und weil wir wollen, dass in Europa auch in Zukunft international handlungsfähig bleibt. Und wenn Europa neue Aufgaben übernehmen soll, liebe Frau Brandner, dann ist das natürlich so, dass wir dafür auch mehr Geld brauchen. Und wenn Sie den Koalitionsvertrag gelesen haben, dann kommt das Europakapitel nicht irgendwo an Stelle 8 und 9 des Koalitionsvertrags, sondern an prominenter Stelle. Das ist das erste Kapitel, und darin wird klar und deutlich skizziert, dass wir auch bereit sind, mehr Geld für Europa zu geben. In Ihren Anträgen, und es sind ja nicht nur die Anträge der Grünen, die hier vorliegen, nehmen Sie besonders die Währungsunion in den Blick. Das haben Sie ja eben auch getan. Und das ist ja auch gut und richtig so, auf das Geld immer wieder zu gucken. Und gerade die Grünen würden hier etwas eine größere Lässigkeit von uns erwarten an dieser Stelle. Da muss ich Sie ein Stück weit enttäuschen, denn etwas mehr Realismus ist gefragt. Wenn Sie sich in Europa umschauen, wenn Sie sich die Schuldenstände in manchen europäischen Staaten angucken,
dann ist es ganz richtig, dass wir hier bei unserer klaren Haltung bleiben. Erst Risikoreduzierung und Einhaltung der Regeln, die wir uns selbst gesetzt haben in diesem Europa, beispielsweise mit Blick auf die Bankenunion, wie Banken beaufsichtigt werden, wie Banken abgewickelt werden. Erst dann kann man überhaupt über so etwas wie Risikoteilung nachdenken. Und auch das ist eine Idee, die momentan auf europäischer Ebene diskutiert wird und die richtig ist, dass, wenn es doch einmal so weit kommt, dass die gesamte Eurozone in Gefahr gerät, dass wir dann auch mit Krediten unterstützen über einen europäischen Währungsfonds, aber auch das nur unter ganz klaren Konditionen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht unsolidarisch, sondern das ist einfach nur vernünftig. Lassen Sie mich zum Schluss kommen. Gerade mit Blick auf Großbritannien, was bestimmt das traurigste Kapitel momentan ist, wenn wir uns die Europäische Union angucken, bin ich persönlich sehr froh und hoffnungsvoll, dass ein Großteil der Deutschen ganz genau spürt und weiß, was diese Europäische Union für uns bedeutet. 75% der Deutschen sehen das übrigens so. Und genau deshalb werden wir Europa stärken, damit es uns auch in Zukunft schützt. Das ist ein Satz von Macron, den finde ich so schön, wie das Wetter momentan gerade draußen ist. Deshalb zitiere ich ihn gerne und wünsche allen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Katja Leigert war das für die CDU-CSU-Fraktion, die in ihrer Rede betont hat, wie wichtig der Koalition Europa sei, das erste Kapitel nämlich im Koalitionsvertrag. Gleichwohl hat sie Realismus angemahnt, beispielsweise in Bezug auf die Bankenunion. Nächster Redner Norbert Kleinwächter, AfD. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, tragen Sie Europa im Herzen. Das rief mir kürzlich ein Bürger auf einer Veranstaltung in Gera zu. Tragen Sie Europa im Herzen. Er meint die eigentlich einfache, schöne Idee des Friedens durch Zusammenarbeit, des kulturellen Austauschs, des gemeinsamen Handels. Und er hat recht. Und er hat recht. Doch die Wahrheit ist, die EU ist all das nicht mehr. Europäische Zusammenarbeit wurde ersetzt durch Richtlinien und Verordnungen aus Brüssel. Die Kommission hat zuerst die Glühlampe, dann das Bleigießen verboten und vergeht sich neuerdings an Wattestäbchen, Strohhalmen und dem Dieselmotor. Migranten will sie zwangsansiedeln, völlig egal, ob das Land das will oder nicht. So was heißt, wie wir gelernt haben, Solidarität. Und was fordern Pro-EU-Parteien wie die Grünen für die Zukunft ein? Man schaut in den Antrag und liest, man will einen Zukunftsfonds, ein Stabilisierungsbudget, einen europäischen Währungsfonds, eine Bankenunion mit Abwicklungsfonds, eine soziale Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion, einen europäischen Chefkommissar. Sie erkennen es, die Zukunft der EU wird nicht darin gesehen, Werte oder Zusammenarbeit zu leben. Hauptsache, es gibt Fonds und Budgets, in die Deutschland einzahlt und die ein Kommissar verteilt. Aus der einstigen Gemeinschaft der friedvollen Zusammenarbeit ist eine traurige und teure Schicksals- und Haftungsunion für die Fehler und Misswirtschaft verschuldeter Länder geworden. Und so befindet sich die Europäische Union verdientermaßen in der größten Krise ihrer Existenz. Die EU ist in einer wirtschaftlichen Krise, weil der Euro nicht funktioniert und die Fantasie einer Einheitswährung, die es auch nie in der ganzen Union geben wird, an der Realität der unterschiedlichen Wirtschaftsräume scheitert. Die Folge der massiven Über- oder Unterbewertung sind in vielen Gegenden Europas Arbeitslosigkeit, Armut, Lohndumping, absurde Verschuldung und schließlich die Forderung, die einen Staaten sollten für die Fehler der anderen haften. Eine der zahlreichen Fehlleistungen von Angela Merkel war die Aussage, scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Die Wahrheit ist, die EU scheitert gerade auch, weil es den Euro gibt. Die EU ist vor allem aber in einer demokratischen Krise. Macron, Juncker und nun auch Merkel versuchen, eine immer stromlinienförmigere Union zu formieren, die nationale Identitäten nivelliert und dabei den politischen Willen vieler Menschen in Europa verletzt. Und die deutsch-französische Freundschaft wird dazu missbraucht, dies voranzutreiben. Eigentlich sollte die Kommission nichts anderes tun, als gemeinsame Projekte überwachen und ein paar Richtlinien erlassen. Mittlerweile werden die Mitgliedstaaten von der EU jährlich mit über 400 Rechtsetzungsakten mit Gesetzescharakter gepeinigt.
Führungsfiguren wie Jean-Claude Juncker agieren zunehmend politisch und wollen regieren, immer mehr in die Souveränität der Länder hinein, obwohl sie nie jemand demokratisch gewählt hat. Juncker und Macron sind Sonnenkönige einer pervertierten europäischen Idee. Und die FDP ist deren Prinzessin, wie sie durch ihren Antrag eindrucksvoll beweist. Das Modell einer überbordenden, undemokratischen EU scheitert vor unseren Augen. Tragen wir die ursprüngliche Idee europäischer Freundschaft im Herzen. Erinnern wir uns an den Élysée-Vertrag und an die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft von 1957. Eine herausragende Leistung. Man hatte vereinbart, sich abzusprechen, regelmäßig miteinander zu reden, Austauschprogramme einzurichten. Man schuf eine, wir waren dafür, uns gab es noch gar nicht. Man schuf eine Zollunion und einen Binnenmarkt zum Wohle aller, aber keiner griff in die Angelegenheiten des anderen Staates ein. Europäische Zusammenarbeit bedeutete Austausch statt Bevormundung, Pluralismus statt Hegemonie, Stärke aus Vielfalt in Varietate Concordia. Die Fonds und Budgets waren klein, die Wirtschaft groß und stark. Selbst meine Großmutter hatte schon französische Gastschüler bei sich. Das war europäisch. Das war gut. Gestalten wir wieder ein Europa der Zusammenarbeit souveräner Nationen. Europäische Freundschaft nach dem Vorbild der römischen Verträge. Mit Binnenmarkt, Freihandel, Zollunion und weitgehender Freizügigkeit außer in die Sozialsysteme. Eine Gemeinschaft der Freundschaft, in der man eine gemeinsame politische Stimme stets suchen und zu finden versuchen sollte, in der aber eine demokratische Kultur des Dissenses und des Diskurses gelebt werden kann. Eine Gemeinschaft, in der die Nationen entscheiden und die Kontrolle behalten. Ein Europa der Freiheit und nicht der Bevormundung. Es wäre eine Chance für eine großartige europäische Gemeinschaft. Weniger EU ist mehr Europa. Tragen wir das im Herzen. Norbert Kleinwächter war das für die AfD-Fraktion und sein Blick auf das Europa des Jahres 1957. Nächster Redner ist jetzt Johannes Schraps für die SPD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne. Ich glaube, auf meinen Vorredner brauche ich wirklich nicht lange einzugehen. Das europapolitisches Verständnis da vollends fehlt, das ist 5 lange Minuten gerade eben vollends deutlich geworden. Vielen Dank. Es ist jetzt das dritte Mal, dass ich hier vorne stehen darf und für meine Fraktion spreche. Und stets spielen die Vorschläge von Macron eine wichtige Rolle. Und das ist auch kein Wunder. Schließlich hat er seine Initiative für Europa am 26. September kurz nach der Bundestagswahl vorgestellt. Bei meiner ersten Rede im Januar hatten wir mit Martin Schulz gerade wichtige europapolitische Punkte im Sondierungspapier verankert. Die zweite war dann im März, kurz nach Abschluss des Koalitionsvertrages. Und auch hier war es meine Partei, die SPD, die dafür gesorgt hat, dass Europa maßgeblich für das Handeln der Bundesregierung wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Doch als SPD-Bundestagsfraktion haben wir bereits vor 2 Jahren einen weitreichenden Beschluss zur Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion gefasst. Schon damals haben wir viele Forderungen genannt, die Macron später in seiner Sorbonne-Rede gefordert hat. Damit gute europapolitische Vorschläge aber auch implementiert werden können, müssen wir unbedingt mit zwei Annahmen aufräumen. Das erste ist der Mythos von Nettozahlern und Nettoempfängern. Der ist schlicht falsch. Der Mehrwert, den insbesondere Deutschland an Europa hat, der ist weitaus größer als das, was wir für die Europäische Union finanziell aufwenden. Wir können uns nur so gut entwickeln und so leben, wie wir es tun, weil wir in einem europäischen Umfeld leben, das genau diese Entfaltungsmöglichkeiten auch zulässt. Und deswegen ist es in unserem ureigenen Interesse, dieses sichere Umfeld, die Europäische Union, zu stärken und weiterzuentwickeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und die zweite Annahme ist die, dass die erzielten Fortschritte bei der Entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion bereits ausreichen. Auch das ist leider falsch. Und spätestens nach der Expertenanhörung des Europaausschusses am Montag wird all denen, die aufmerksam zugehört haben, klar geworden sein, dass die Bankenunion erst dann wirkungsvoll die vorhandenen Risiken angeht, wenn sie auch wirklich vollendet ist.
Wer fordert, auf halbem Weg stehen zu bleiben oder sogar zurückzulaufen, der beschwört höchstens eine Wiederkehr der Krise herauf. Wir haben bereits große Anstrengungen in eine krisenfeste Sicherheitsstruktur der Wirtschafts- und Währungsunion gesteckt, beispielsweise mit einem einheitlichen Aufsichtsmechanismus. Und auch unser Finanzminister und unsere Bundesregierung ist heute ja auch durch Christine Lambrecht und auch durch Nils Ahnen im Europa- und im Finanzbereich hier vertreten. Auch unser Finanzminister Olaf Scholz hat beim ECOFIN-Rat vor zwei Wochen erneut einen wichtigen Schritt hinbekommen, und zwar die Einigung auf ein Bankenpaket, das erhöhte Verlustpuffer von Banken für den Krisenfall vorsieht. Es fehlen jedoch immer noch einige essentielle Bausteine, das stimmt, um weiterhin vorhandene Risiken im Bankensektor wirkungsvoll einzudämmen. Dafür wird aktuell unter anderem ein Bankenabwicklungsfonds aufgebaut. Und damit der aber wirklich funktionsfähig ist, sollten wir eine Letztsicherung auch beim ESM einrichten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diese Maßnahme würde die Struktur der WWU krisenfester machen und zudem für mehr Vertrauen sorgen. Wir wollen nicht, dass Bürgerinnen und Bürger mit ihren Steuergeldern noch einmal für Banken haften müssen, die teilweise durch Profitsucht und hemmungslose Spekulationen in Schieflage geraten sind. Und um das zu erreichen und damit aus einer Bankenkrise auch keine Staatsschuldenkrise werden kann, da muss die Kopplung zwischen Staaten und Banken weiter aufgelöst werden. Asymmetrische Schocks, von denen wird ja gerade aktuell mit Blick auf den Brexit immer mal wieder gerne geredet, die sind eine Gefahr, die wir gerade in politisch unsicheren Zeiten wirklich nicht unterschätzen dürfen. Und aus unserer Sicht sollte die Eurozone deshalb mit einer eigenen, möglichst im EU-Haushalt integrierten Fiskalkapazität ausgestattet werden, um Risiken wirkungsvoll abfedern zu können. Als einheitliche Finanzierungsquelle könnte dazu aus meiner Sicht zum Beispiel eine europäische Digitalsteuer dienen. Wie sowas konkret ausgestaltet werden kann, und damit komme ich zum Schluss, Frau Präsidentin, daran wird mit den europäischen Partnern intensiv zu arbeiten sein. Die Antwort der christdemokratischen Kanzlerin vor einigen Tagen, die war für mich höchstens ein kleiner Anfang. Als SPD denken wir da schon lange ein ganzes Stückchen weiter. Das kann man auch klar und deutlich noch einmal in unserem gerade veröffentlichten Positionspapier zur Wirtschafts- und Währungsunion nachlesen. Ganz herzlichen Dank. Johannes Schraps war das für die SPD-Fraktion. Nächster Redner. Die Ankündigung des Schlusses der Rede ersetzt nicht den Schluss. Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, da geht es hier darum, sich an die Redezeit zu halten, was ja manchmal nicht ganz so einfach ist. Die Redezeiten liegen fest, 4, 5, manchmal auch 6 Minuten. Weiter geht es mit Alexander Graf Lambsdorff für die FDP-Fraktion. Wir führen sie ohne die Bundeskanzlerin, wir führen sie ohne den Außenminister. Das zeigt einmal mehr, wenige Wochen vor einem wichtigen Treffen des Rates, in einer Zeit, in der mit dem Brexit, den Wahlen in Italien, den Fragen der WWU wirklich große Themen anstehen, dass die europapolitische Debatte hier im Bundestag, die hier im Bundestag geführt werden muss, von der Bundesregierung nicht ernst genommen wird. Ich finde das absolut bedauerlich. Und wer bei der Karlspreisverleihung in Aachen war, der hörte dort drei Reden zu Europa. Zwei waren von Mitgliedern der CDU. Und eine war von Emmanuel Macron. Die von Macron war spitze. Von einem der CDU-Redner, die war auch spitze. Den sollten Sie nach Berlin holen. Das war der Oberbürgermeister von Aachen. Der hatte eine europapolitische Rede gehalten, die ließ einem die CDU als Europapartei quasi wieder aufleben. Die Bundeskanzlerin ging anschließend hin und leierte lustlos eine Laudatio auf Emmanuel Macron runter, anstatt mal zu sagen in Aachen, in der Öffentlichkeit, wie sie sich die Zukunft unseres Kontinents vorstellt. Was hat sie stattdessen gemacht? Ein Interview gegeben, das die Bürgerinnen und Bürger jetzt unter der Voraussetzung lesen können, dass sie vorher bei der Sonntagszeitung einen Obolus abliefern und sich das Ganze kaufen. Meine Damen und Herren, wir müssen Europa anders debattieren. Das Thema ist zu wichtig, als dass wir es nebensächlich behandeln könnten. Und deswegen haben wir als Fraktion auch einen umfassenden Antrag vorgelegt. Wir wollen das gelebte Europa der Bürger. Wir wollen Erasmus Plus stärken. Wir wollen die Mittel dafür für den Studentenaustausch von Schülerinnen und Schülern verdoppeln. Wir wollen Free Interrail unterstützen. Wir wollen transnationale, europäische Listen bei der Europawahl. Wir wollen Europa nach vorne bringen, auch effizienter machen. Die Verkleinerung der Kommission ist lange überfällig. Wir wollen ein Europa mit einer dynamischen Wirtschaft. Wir wollen eine Modernisierung des EU-Haushalts in Richtung auf Forschung und Innovation.
Wir wollen die Umwandlung, ja, des europäischen Stabilisierungsmechanismus in einen europäischen Währungsfonds, der in Krisen dann stabilisiert. Weil wir das brauchen in einer Währungsunion wie eine Feuerwehr, so steht es, glaube ich, im Antrag der Grünen. Und wir wollen die Stärkung der Europäischen Investitionsbank, weil die das private Kapital mobilisiert, aus dem Investitionen heraus in Europa wirklich Wachstum und Arbeitsplätze schaffen. Das ist das Drei-Säulen-Modell, das die Freien Demokraten hier vorschlagen. EU-Haushalt modernisieren, den EWF stärken und die Europäische Investitionsbank noch besser ausstatten als bisher. Was wir nicht wollen, liebe Grüne, und ich habe den Antrag durchgelesen, was wir nicht wollen, fleißiger Abgeordneter bei der FDP, was wir nicht wollen, sind Nebenhaushalte, Schattenbudgets. Ich glaube, die Grünen sind auch lange schon für die Budgetierung des Europäischen Entwicklungsfonds. Ja, weil es ein Neben- und Schattenhaus ist. Wie wird das Ganze denn kontrolliert, bitte schön? Wenn wir hier noch einen Fonds machen, da noch ein Budget, stärken wir doch bitte den europäischen Haushalt, der wird von einem Parlament kontrolliert, anstatt lauter Nebentöpfe nach Brüssel zu stellen, aus denen sich die Mitgliedstaaten dann diskretionär bedienen können. Wenn es mal nicht so gut läuft, kriege ich Milliarden aus Brüssel. Wer kontrolliert das? Wo kommt das Geld her? Nach welchen Kriterien wird es ausgegeben? Alles völlig unklar in dem Antrag der Grünen. Deswegen werden wir den auch ablehnen, meine Damen und Herren. Und zum Dritten, Emmanuel Macron möchte eben nicht, dass das vom Europaparlament kontrolliert wird. Ja, ach, das ist überhaupt super. Die Grünen haben uns ja vorgehalten, wir seien antieuropäisch, weil wir Macron kritisieren. Im Antrag der Grünen ist praktisch nichts von Macron übrig. Ihr seid gegen die Atompolitik, die Flüchtlingspolitik, die Außen- und Sicherheitspolitik, die Beitrittsperspektive des Westbalkans und das Kerneuropa-Konzept von Emmanuel Macron. Mehr Differenzen zwischen den Grünen und Macron als zwischen der FDP und Macron. Wir sind hier die Pro-Europäer, meine Damen und Herren. Und wir wollen eine starke europäische Außenpolitik. Wir wollen die Stärkung des Europäischen Auswärtigen Dienstes, Mehrheitsentscheidungen in der GASP, und schnellstmöglich die Ratifizierung von CETA, um auch in der Handelspolitik ein starkes Zeichen zu setzen. Und dann lassen Sie mich noch einen Satz zum Schluss sagen. Herr Kleinwächter, dass Sie das wirklich noch wiederholt haben, was Sie hier aufgeschrieben haben, dass die deutsch-französische Freundschaft, auch die EWG, Eingriffe in die Souveränität der Länder nicht vorgesehen haben. Auf welchem Planeten haben Sie Geschichtsunterricht gehabt? Schon 1951 mit der Montanunion wurde, das können Sie bei Wikipedia nachlesen, Folgendes gegründet: Eine besondere Neuheit war die Gründung einer hohen Behörde, die gemeinsam Regelungen für alle Mitgliedstaaten treffen konnte. Das war der Weg in die Supranationalität, das war der Weg in die Strukturen, in die Europäische Kommission, in die Art der Zusammenarbeit, wie wir sie heute pflegen. Meine Damen und Herren, das Europa souveräner Nationen. Ich weiß etwas, was Sie noch nicht wissen, nämlich, dass Sie gleich die Möglichkeit haben, tatsächlich weiterzureden. Aber jetzt müssen Sie einen Punkt setzen. Alles klar, ich mache einen Punkt. Das Europa der Nationen, wohin das führt, konnten wir 1945 in Köln und in Dresden sehen. Wenn die AfD da wieder hin will, herzlichen Glückwunsch. Wir anderen werden da nicht mitgehen. Danke sehr. Alexander Graf Lambsdorff, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Fraktion, der hier gesagt hat, auf der einen Seite mit der AfD geht er nicht mit, aber mit den Grünen und auch nicht keine Nebenhaushalte. Jetzt eine Kurzintervention, Manuel Sarrazin. Wenn es ausgeht, dann melden wir uns. Also, ja, so ist doch gelebte europäische Solidarität. Aber es gibt ja diesen angeblichen Wettbewerb, wer am meisten mit Macron und so. Ja? Also eins muss man mal sagen. Echte Europäer haben sich gefreut über seine Rede an der Sorbonne, weil sie einen Impuls für Europa gegeben hat. Und viele Europäer aus vielen Fraktionen haben versucht, diesen Impuls zu nutzen. Und da waren die Grünen schon ganz glaubwürdig vorne dabei. Das andere, was aber wichtig ist, ist zu sagen, der allererste Schritt, den man machen müsste, um die Glaubwürdigkeit der Eurozone herzustellen, ist doch, dass für eine nächste mögliche Krise die Glaubwürdigkeit der Bankenunion untermalt wird durch einen Backstop mit Mitteln aus dem ESM. Das ist der erste und wichtigste Punkt von Emmanuel Macron. Und es war übrigens der erste Punkt, zu dem Sie einen Antrag eingebracht haben. Niemals darf man das machen, dann ist Deutschland am Ende, machen wir niemals mit. Das passt nicht zu Ihrer Erzählung. Zu den zweiten Sachen. Wissen Sie, Herr Lambsdorff, ich weiß ganz genau, dass Sie in den Jamaika-Verhandlungen saßen und alles dafür getan haben, dass wir uns gemeinsam auf ein Konzept einigen, was auf Macron antwortet, und zwar rechtzeitig genug, um auch noch vor den italienischen Wahlen das Signal nach Italien zu geben. Und wir hätten das wirklich gern mit Ihnen gemacht, auch wenn wir über einzelne Punkte streiten. Zum Beispiel, dass wir finden, die Erweiterungsperspektive für den Balkan ist wichtig. Und dann,
ist Folgendes passiert. Ihr Parteivorsitzender hat unser schönes gemeinsames Projekt, wo wir gemeinsam Herrn Macron die Antwort geben, einfach so aus unseren Träumen gerissen und hat sich davon gemacht. Das tut uns bis heute leid, Herr Lambsdorff. Wir hätten gerne mit Ihnen gemeinsam Herrn Macron beantwortet, konnten wir aber leider nicht. Ist aber nicht unsere Schuld. Danke sehr. Sie haben das Wort zu einer Erwiderung. Lieber Kollege Sarrazin, Sie sind als Politiker besser als Psychologe. Sie sind als Politiker auch besser als Prophet bzw. als Analyst oder als Historiker von Vorgängen, die sich bei uns in der Partei abgespielt haben. Ich glaube, wir haben miteinander respektvoll gestritten um gute Positionen für Europa. Das stimmt, wir sind nicht überall zusammengekommen. Das wissen die, mit denen wir das gemacht haben, sehr gut. Die Gespräche waren völlig in Ordnung. Aber an einer Stelle muss ich Ihnen wirklich widersprechen. Der Backstop für die Banken war nicht der erste Punkt von Macron. Der erste Punkt von Macron, der gesamte erste Schlüssel seiner Rede, die er in der Sorbonne gehalten hat, war die Stärkung der Sicherheit Europas, Stärkung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, Stärkung von Frontex, des gemeinsamen Grenzschutzes, Stärkung auch der Terrorismusbekämpfung in Europa, dass wir das alles gemeinsam machen, weil die Sicherheit aus französischer Sicht ein absolut zentrales Thema ist. Die ganzen Fragen zur Wirtschafts- und Währungsunion sind Punkt 6 in seiner Rede, nicht Punkt 1. Und da haben wir an der einen oder anderen Stelle deswegen wirklich eine abweichende Meinung von Emmanuel Macron, weil er, wie wir finden, sich ausschließlich auf die Makroebene konzentriert. Klar, wenn ich überall Geld hinstelle, dann läuft auch alles. Aber völlig aus dem Blick verloren hat, welche Anreize ich dann setze, wenn ich Geldtöpfe in die Mitte Europas stelle, aus den Mitgliedstaaten, die sich nicht reformieren. Er reformiert Frankreich ja sehr stark. Aber Mitgliedstaaten, die sich nicht reformieren, kriegen dann einfach Geld aus solchen Töpfen. Da sind wir der Meinung, das setzt die falschen Anreize für die wirtschaftliche Stärke Europas. Und deswegen sind wir der Meinung, dass das nicht der richtige Weg ist. Ein kleines Scharmützel hier zwischen den Grünen und der FDP, die fast einmal Koalitionspartner geworden wären, worauf Manuel Sarrazin angespielt hat. Weiter geht es jetzt in der regulären Debatte. Dieter Dehm für die Linksfraktion hat das Wort. Parteien selbst bei werktätigen Schichten in Europa sind auch Reaktionen auf mangelnde europäische Solidarität, auf deutsch-imperialistische Überheblichkeit bei Bankenrettung und vor allem bei Exportüberschüssen, was ja immer die kongruente und reziproke Spiegelung der Schulden ist. Mit der Verweigerung von Flüchtlingskontingenten wollen jetzt einige nationalistische Regierungen zurückkoffern. Aber die multiplen Krisen und die hohe Gefährdung des Euro verschärfen sich weiter. Nun hat die Kanzlerin endlich sich auf die Macron-Rede geäußert, aber das Einzige, und wenn wir Herrn Lambsdorff folgen, das Wichtigste, was sie mit ungeteilter Freude übernimmt, sind Aufrüstung, EU-Militär und robustere Abwehr von Menschen, die auch vor deutschen Waffen fliehen. Das ist nichts für die Linke, weder wenn es aus dem Mund von Macron noch aus von Merkel kommt. Ansonsten akzeptiert Frau Merkel einen europäischen Finanzminister, aber nur als Verarmungskommissar für den Süden, während Macron zumindest in Erwägung zieht, bei wirtschaftlicher Schwäche auch antizyklisch gegenzusteuern. Aber dass ein europäischer Finanzminister jeglicher parlamentarischen Kontrolle entzogen ist, stört weder Macron noch Merkel, aber, meine Damen und Herren, es stört die Linke. Macron will ein Sonderbudget für konjunkturstabilisierende Investitionen, aber nur in der Eurozone. Und das haben wir auch wieder von Herrn Lambsdorff gelernt, ist auch das Kerneuropa. Ein Kerneuropa, lieber Herr Lambsdorff, lässt Europa zerfallen in zwei Geschwindigkeiten, sorgt für mehr Arbeitsmigranten dann aus Nicht-Euro-Ländern, aus Polen, aus Ungarn und Bulgarien. Wenn Sie das alles wollen, das hat mit dem Zusammenhalt, mit dem Kohäsionsgedanken nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun. Ging es nach Frau Merkel, bewegte sich dieses Budget im niedrigen zweistelligen Milliardenbereich und es wäre gebunden an sogenannte Strukturreformen, ein hübsches Wort für asoziale Kürzungsdiktate und grausame Schicksale. Und das, wo doch die Kommission die Investitionslücke in der Eurozone bei 400 Milliarden sieht, das sind 15% noch weniger als vor der Krise. Macrons Forderung nach ökonomischer und sozialer Konvergenz bleibt vage, öffnet europäisch Tür und Tor für eine Art Hartz-IV-Politik. Und die Arbeitskraftverkäuferinnen und Verkäufer in Deutschland
müssen dann sich auf noch schärfere Wettbewerbsbedingungen einstellen, beim Gürtel enger schnallen. Damen und Herren, Kritik von links und von Gewerkschaftsseite wurde ebenso stets abgebügelt wie Gregor Gysis Kritik 1998 an der Euro-Einführung und an der Vertragsmissgeburt EU. Aber es hat sich alles bewahrheitet. Heute fordert ja selbst Macron, deutsche Exportüberschüsse zurückzufahren durch höhere Löhne und Nachfrage. Das ist ein Punkt, auf den man in der Debatte etwas deutlicher hinweisen sollte. Und was machen Sie denn, wenn Portugal, Spanien, Griechenland, Italien eine Südwährung auflegen sollten? In Notwehr. Was machen Sie dann? Dann ist der Euro in den Hintern gekniffen und der Exportüberschuss ist auch im Eimer. Wir brauchen jetzt 2% des BIP für Forschung, gegen Jugendarbeitslosigkeit, gegen Klimawandel, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, nationale Sozialstandards vor der Binnenmarktfreiheit und einen koordinierten Mindeststeuersatz von 25% auf Kapitalgewinne, eine Quellensteuer von 25% bei abfließenden Geldern. Steuergerechtigkeit bleibt eine Kernforderung der Linken. Und wir brauchen gerade, Frau Präsidentin, das sage ich jetzt zum Abschluss, wir brauchen gerade in Zeiten des durchgeknallten Trumplers im Weißen Haus militärischen und wirtschaftlichen Frieden mit dem europäischen Russland. Europa ist größer als die EU. Europa ist auch Russland. Darum ist Abrüstung proeuropäisch und nicht Aufrüstung. Dieter Dehm war das für die Linksfraktion, der hier in groben Zügen das europapolitische Programm seiner Fraktion skizziert hat und sich ganz am Schluss noch einmal eingesetzt hat für einen Ausgleich mit Russland. Weiter geht es mit Florian Hahn für die Unionsfraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war gestern auf dem Kongress der Europäischen Volkspartei in München, bei dem gestern und heute Parteivorsitzende, europäische Staatschefs und führende Europapolitiker der EVP-Parteienfamilie, der auch der CSU und die CDU anhören, sich getroffen haben, um über die Zukunft Europas zu diskutieren. Und neben Kardinal Marx, Botschafter Ischinger, waren noch viele zahlreiche andere Gäste und Diskussionspartner geladen. Und mein Eindruck war, dass allen bewusst war und bewusst ist, was Bundeskanzlerin Merkel bei ihrer Rede mit dem Satz »Europa steht am Scheideweg« beschrieben hat. Und in der Tat geht es auch meiner Meinung nach darum, Europa zukunftsfest zu machen, weil die europäischen Nationalstaaten in vielen Bereichen zu klein sind, auch Deutschland mit seinen 80 Millionen Menschen, um nicht zwischen den großen globalen Akteuren aufgerieben zu werden, und auch zu klein sind, um sich für die massiven Veränderungsprozesse global ausreichend wappnen zu können. Und deshalb müssen wir dort unsere Kräfte entsprechend bündeln und politisch an einem Strang ziehen. Und die deutsch-französische Achse ist dabei ein wichtiger Motor. Der französische Präsident hat in seiner vielbeachteten Rede im letzten September seine Vorstellung zu Europa deutlich und klar definiert. Und das war in der Tat ein wichtiger Impuls, das stimmt. Dass hierbei natürlich auch französische Interessen eine große Rolle spielen, sollten wir ihm mit Blick auf sein Amt nicht vorwerfen. Aber wir sollten dies bei aller Sympathie für die Rhetorik und den Charme auch nicht übersehen. Und umso dankbarer bin ich, dass die Bundeskanzlerin in den vergangenen Tagen ihre Ideen und unsere Interessen eingebracht hat und so die Reformdebatte voranbringt. Europa muss den Menschen ein Sicherheitsversprechen geben, sagte sie, und das ist in vielerlei Hinsicht richtig und wichtig, denn es ist genau der Nutzen, den die Bürgerinnen und Bürger von Europa in verschiedenen Dimensionen erwarten, Sicherheit. Und die Bundeskanzlerin hat deshalb 5 Handlungsfelder identifiziert. Erstens die gemeinsame Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Zweitens die gemeinsame Entwicklungs-, Migrations- und Asylpolitik. Drittens eine gemeinsame Wirtschafts-, Wissenschafts- und Währungsunion. Viertens eine Union der Bildung, der kulturellen Vielfalt und der Bewahrung der Schöpfung. Und fünftens die Stärkung der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Und ich freue mich über die Klarstellung, dass es bei den anstehenden europäischen Reformen
nicht nur um die Wirtschafts- und Währungsunion geht. Denn hier droht in der Diskussion manchmal der Bogen überspannt zu werden. Solidarität kann nicht immer nur als Hilfe zur Selbsthilfe gemeint sein oder kann nur als Hilfe zur Selbsthilfe gemeint sein, und zwar an diejenigen, die sich redlich bemühen, die Stabilitätsvorgaben und Vereinbarungen einzuhalten. Solidität geht vor Solidarität, dabei muss es bleiben. Und Europa muss für die Bürger einen echten, erkennbaren Mehrwert liefern, indem es sich auf die Felder konzentriert, die es besser erledigen kann, als wenn jeder Mitgliedstaat für sich alleine rumwurschtelt. Verantwortlichkeiten müssen dabei klar benannt und eingehalten werden. Und Migration ist das Thema, das die Menschen in unserem Land, das die Menschen in Europa am meisten bewegt. Das Angebot Macrons im Bereich der Grenzsicherung, der gemeinsamen Asylpolitik und bei der Bekämpfung der Fluchtursachen enger zusammenzuarbeiten, sollten wir deshalb dringend annehmen. Und begrüßen möchte ich auch den mehrfachen Hinweis der Bundeskanzlerin auf die Notwendigkeit der Beteiligung der nationalen Parlamente. Und ich bin optimistisch, dass wir die europäischen Herausforderungen der Zukunft gemeinsam werden meistern können. Deutschland und Frankreich müssen die Kraft und die Kompromissbereitschaft aufbringen, die hierfür notwendigen Initiativen gemeinsam zu entwickeln und den europäischen Partnern vorzuschlagen. Und drei Grundprinzipien müssen uns dabei den Weg leiten: das Haftungsprinzip, das Binnenmarktprinzip und das Subsidiaritätsprinzip. Ich freue mich auf die Diskussion in den nächsten Wochen. Herzlichen Dank. Soweit Florian Hahn mit einer durchaus differenzierten Botschaft hier. Auf der einen Seite müsse Deutschland und Frankreich die Kraft aufbringen zu gemeinsamen Initiativen. Auf der anderen Seite durchaus auch Zurückweisung von bestimmten Vorstellungen. Frauke Petri, eine fraktionslose Abgeordnete, hat jetzt das Wort. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist unstrittig, noch immer bilden Deutschland und Frankreich den Motor der Europäischen Union. Und klar ist auch, europäische Zusammenarbeit ist ohne diese Freundschaft nicht möglich. Freundschaft, meine Damen und Herren, bedeutet aber nicht, dass man sich zugunsten des anderen vergisst. Und es bedeutet ebenso wenig, dass man den anderen bedrängt und immer neue, vor allen Dingen finanzielle Forderungen stellt. Wer solche missverstandene Freundschaft sucht, der wird in den Anträgen der Fraktion der Grünen und leider auch der FDP gleichermaßen fündig. Liebe SPD, dass Sie, wenn es hart auf hart kommt, die Akzeptanz der Grundrechenarten verweigern und die schlichten Fakten von Nettozahlen und Nettoempfängern zu einem Mythos erklären, das spricht Bände über Ihr Wirtschaftsverständnis. Wir schwanken zwischen nationaler Selbstaufgabe und EU-bürokratischer Selbstüberhöhung. Und Sie Grünen sind zumindest ehrlich, wenn Sie sagen, dass es vor allen Dingen eines bedeutet, mehr Geld, das die Geberländer zahlen sollen. Sie, liebe FDP, täuschen Ihre Wähler, Sie täuschen die Bürger, indem Sie so tun, als wollten Sie nicht mehr EU-Budget und mehr nationale Souveränität. In Wirklichkeit hängen Sie genau der gleichen EU-Utopie an wie die Grünen. Das merkt man auch an Ihrem Abstimmungsverhalten im EU-Parlament. Tatsächlich ist es so, dass die Reformallianz aus Deutschland und Frankreich am Ende teuer bezahlt sein wird. Die osteuropäischen Staaten werden als Hindernisse innerhalb der Europäischen Union angesehen. Dabei geht es am Ende um eine demokratische Kontroverse. Und es muss uns aufhorchen lassen, dass die Osteuropäer ein anderes Europa wollen als Sie. Es kann nicht sein, dass ein neues Europa von Knebelverträgen gekennzeichnet ist, dass diese Knebelverträge am Ende uns zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenschmieden, sodass uns eine Auflösung solcher Verträge teuer zu stehen käme. Kurzum, wir sollten über eine richtige Idee für Europa nachdenken. Und das ist eben nicht die Utopie von Herrn Macron. Wir wollen ihn nicht zum nächsten Sonnenkönig machen. Und nein, Frankreich kann sich seine europäischen Träume nicht aus Deutschland bezahlen lassen. Meine Damen und Herren, es sollte uns zu denken geben, dass eines der Gründerländer der Europäischen Union, Italien, nun eine sehr EU-kritische Regierung linker und rechter Beteiligung gleichermaßen hat. Wir reden von einem Kernland der Europäischen Union. Meine Damen und Herren, wenn Sie so weitermachen, werden wir keine Akzeptanz Europas fördern. Wir werden die Feindschaft zur EU vergrößern. Und das kann nicht allen Ernstes unser Ziel sein. Deswegen sollten wir als wahre Unterstützer europäischer Ideen nicht mehr von dieser EU fordern. Wir sollten uns in der Tat auf das konzentrieren, was sie groß gemacht hat. Und das war der friedliche und demokratische Wettbewerb der europäischen Nationalstaaten. Herzlichen Dank. Frauke Petri war das, eine fraktionslose Abgeordnete hier im Bundestag, die, das wissen Sie, meine Damen und Herren, früher der AfD angehört hat. Weiter geht es jetzt mit Angelika Glöckner für die SPD.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, für die SPD hat die Europapolitik schon immer oberste Priorität. Wir wissen, Deutschland geht es auf Dauer nur gut, wenn Europa nicht schwächelt. Präsident Trump verlagert seinen Fokus in den asiatischen Raum mehr und mehr, verhängt Strafzölle gegen Europa und auch der amerikanische Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran stellen ganz Europa vor Herausforderungen. Der Klimawandel, die Digitalisierung, die vielen Krisenherde mit Millionen Menschen auf der Flucht, all diese globalen Themen kann Europa nur gemeinsam lösen. Aber ich will das auch mal sagen. Ich glaube, wir müssen den Kopf nicht in den Sand stecken. Mit mehr als 500 Millionen Unionsbürgern verfügen wir über ein großes Potenzial an Erfindungsgeist und Vielfalt. Und vor allem verfügen wir über das wertvollste Gut überhaupt, den Wert der Freiheit und der Demokratie für die Menschen in der Europäischen Union. Und dafür, verehrte Kolleginnen und Kollegen, lohnt es sich einzusetzen. Sowohl Deutschland als auch Frankreich verfügen über eindeutig proeuropäische Regierungen, einem deutsch-französischen Tandem als Antriebsmotor für europäische Reformen steht im Grunde genommen nichts entgegen. Ich rede oft mit in meinem Wahlkreis, der unmittelbar an der französischen Grenze liegt, mit den Menschen und nach deren Willen wollen sie ein geeintes und ein starkes Europa gerade in diesen unruhigen Zeiten. Und in Gesprächen höre ich immer wieder die gleichen Erwartungen. Die Politik muss etwas gegen die Steuervermeidung tun. Die Steuerzahler dürfen nicht für die Bankenrettung herhalten. Wir wollen kein Lohn- und Sozialdumping zulassen. Und die EU muss handlungsfähiger und schlagkräftiger werden. Und ich antworte den Leuten, Vorschläge für europaweite Mindeststeuersätze, für Vollendung der Bankenunion, damit Banken eben nicht wieder mit Steuergeldern gerettet werden müssen. Die liegen auf dem Tisch. Wir wollen den europäischen Schutzmechanismus weiterentwickeln zu einem europäischen Währungsfonds. Und wir können uns perspektivisch sogar einen europäischen Finanzminister vorstellen, um eben Wirtschafts- und Finanzpolitik besser aufeinander abzustimmen und eben effektiver gegen Steuerbetrug und Steuervermeidung in Europa voranzukommen. Und das stand auch schon immer im Wahlprogramm der SPD. Im gemeinsamen Binnenmarkt ist der Wettbewerb elementar für Wachstum und Wohlstand, allerdings nur, wenn der Wettbewerb um die günstigen Preise nicht zu Lohn- und Sozialdumping führt. Und deshalb muss die soziale Dimension der EU entsprechend starke Beachtung finden. Die Sozialdemokratie fordert seit langem europäische Mindestlöhne und einen Rahmen für soziale Grundsicherungssysteme. Die Anträge der Opposition, die uns heute hier vorgelegt wurden, enthalten insofern nichts Neues. Allerdings beim Durchlesen, das muss ich sagen, erwecken sie schon den Eindruck, als gäbe es in der EU den totalen Stillstand. Und das, finde ich, muss man auch differenziert betrachten. Die Verabschiedung der europäischen Säule sozialer Rechte im letzten November führte bereits dazu, dass diese Grundsätze für ein sozialeres Europa erste Früchte tragen, etwa mit der beabsichtigten Transparenzinitiative zur Stärkung von Beschäftigtenrechten. Und ganz besonders freut es mich, dass nun endlich, übrigens auf sozialdemokratischen Druck, die Entsenderichtlinie verabschiedet werden konnte. Das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort muss innerhalb der EU flächendeckend gelten. In einem Punkt pflichte ich allerdings den Oppositionsanträgen der Linken und der Grünen bei. Es ist Zeit zu handeln. Beim anstehenden Europäischen Rat Ende Juni hat die Bundeskanzlerin die Gelegenheit dazu. Vielen Dank. Es ist Zeit zum Handeln, findet auch die SPD-Fraktion. Das war die Abgeordnete Angelika Glöckner. Letzter Redner in dieser Debatte ist jetzt Heribert Hirte für die Unionsfraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer. Es ist gut, dass wir über Europa reden. Und noch besser ist, dass wir drei Anträge haben, die sich eindeutig als proeuropäische Anträge bezeichnen lassen können. Sie sind in den Einzelheiten unterschiedlich. Das ist normal.
Aber das ist ein Teil des Streites, der die Politik ausmacht, dass wir über die Inhalte streiten und nicht über die Frage, an welcher Stelle es geregelt wird. Und das ist ein bisschen das Problem, was bei allen diesen Kompetenz- und Subsidiaritätsdiskussionen zu kurz kommt. Sie haben in den Anträgen angemahnt, Bundeskanzlerin Merkel solle endlich auf Macron zugehen. Sie ist zugegangen, sie ist nicht zu spät, sondern sie ist genau rechtzeitig zugegangen, sodass über alle diese Fragen noch geredet werden kann. Und sie hat einige Punkte genannt, auf die es uns ankommen wird, die wir auch abgestimmt haben mit unserem Koalitionspartner. Und ich möchte einige noch einmal herausgreifen. Ganz wichtig, denn das ist das, was die Menschen umtreibt in diesem Lande, ist die Stärkung der gemeinsamen außen- und verteidigungspolitischen Zusammenarbeit. Denn wir brauchen eine Sicherung der Außengrenzen, denn nur dann können wir den Markt im Inland weiter so freigestalten, wie wir es seit Jahrzehnten erlebt haben und wie wir es auch gemeinsam aufrechterhalten wollen. Wir brauchen, und das ist ein ganz wichtiger Schritt, den die Bundeskanzlerin jetzt ins Gespräch gebracht hat. Ich selbst habe das früher schon mal, ich gucke den Kollegen Sarrazin an, wo wir über diese Frage diskutiert haben, ein gemeinsames europäisches Asylrecht. Das ist schwierig, weil wir natürlich mit unserem deutschen Grundrecht eine gewisse Unikatsituation haben. Aber ich sage andererseits dazu, wenn wir offene Grenzen im Inland haben, dann müssen wir auch diesen Punkt vergemeinschaften. Und wir müssen ihn meines Erachtens auch so weit vergemeinschaften, dass wir einen einheitlichen Rechtsschutzmechanismus dafür schaffen. Drittens, einen Investivhaushalt hat die Bundeskanzlerin vorgehalten. Ja, Investitionen sind nötig, sie werden auch kommen. Das Geld wird ausgegeben, das Geld, was wir eingenommen haben. Aber auf der anderen Seite hat sie auch darauf hingewiesen, dass bei der Einrichtung des Europäischen Währungsfonds es bei der intergouvernementalen Zusammenarbeit bleibt. Wir haben hier auf der Basis verschiedener Anträge über diese Frage intensiv gestritten. Ich halte dies für richtig, weil das einer der Wege ist, etwas sicherzustellen, was uns vielen hier im Hause wichtig ist, nämlich die Beteiligung der nationalen Parlamente sicherzustellen. Wir werden bekommen, auch das ist wichtig, die Vollendung der Bankenunion, aber Risikoverteilung ist immer erst der zweite Punkt, denn wir müssen erst Risikominimierung vorleben. Und darüber werden wir morgen, wenn wir über die Einlagensicherung reden, noch intensiver beraten. Und das bedeutet für mich, der ich intensiv Insolvenzrecht mache, ohne eine Reform der nationalen Insolvenzrechte kommen wir nicht weiter. Und dabei geht ein Punkt dezidiert nicht, dass einige Länder ein Fiskusprivileg, einen Zugriff des Staates auf die Insolvenzmasse haben, was wir bei uns in Deutschland nicht haben. Denn dann wird dieses Band, dieses ziemlich verheerende Band zwischen Banken und Staaten nicht zertrennt. Und das muss sein. Was wir nicht brauchen, deshalb finden Sie es auch in den Vorschlägen der Bundeskanzlerin nicht, ist eine europäische Arbeitslosenversicherung. Worüber man aber meines Erachtens nachdenken sollte, und das ist gerade an die Italiener gerichtet mit dem Blick auf die Arbeitslosigkeit in Süditalien, ist eine Insolvenzgeldvorfinanzierung, eine europäische gemeinschaftliche Regelung, weil sie kurzfristige Krisen überbrücken kann. Und jetzt möchte ich letztens auch einen Punkt ansprechen, der ein gemeinsames deutsch-französisches Projekt ist, nämlich das, was Macron in seiner Rede in der Sorbonne noch hervorgerufen hat, dass wir, Deutschland und Frankreich, auch vorangehen sollten bei der richtigen Kodifikation des Handels-, Wirtschafts- und Insolvenzrechts, was auf europäischer Ebene ein Flickenteppich ist. Deutschland und Frankreich könnten hier bei einer Vollkodifikation eine Vorreiterrolle übernehmen. Eine Gruppe von Wissenschaftlern von Matthias Lehmann, Jessica Schmidt und Rainer Schulze angeführt, hat hier als zivilgesellschaftliche Initiative erste Anfänge gemacht. Ich glaube, wir sollten das, gerade weil es ein deutsch-französisches Projekt ist, auch von Seiten des Bundestages unterstützen. Vielen Dank. Die Rede von Heribert Hirte, die letzte Rede in dieser Debatte zur deutsch-französischen Reformpartnerschaft auf Basis von vier Anträgen. Ja, meine Damen